Könnte also mal wieder Zeit werden. Sogar länger als 2 Wochen her. Sogar 3 Wochen, ne? Fast noch länger. Wow, okay. Ist ja frech von mir. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung mehr. Steuerungsmäßig. Ich weiß, wir wollten uns ein Auto kaufen, glaube ich. Aber da war das Geld noch ein bisschen zu knapp für das Auto, was wir haben wollten. Glaube ich. Ein Angebot, dass wir ein Haus bauen, gab es auch noch nicht. Man Rasierer oder schwingen. Drehen, während du es platzierst, unabhängig davon, was verpackt oder ausgepackt ist. Ja. Weiß gar nicht, gab es in der Zeit Updates? Ich glaube. Nee, ich weiß es nicht. Aber hi. Ah ja. Er hat mich. Entweder hat er uns hier ausgelockt oder er hat mich hier direkt abgesetzt. Kunststoff. So. Hauptziel. Tausche eine Treppe aus. Kaufe ein neues Fahrzeug. Ach, der zwingt mich dazu, dass ich ein Fahrzeug kaufe. Also wieder Geldverschwendung. Warum habe ich das Zeug hier hinten drin? Wo habe ich denn einen Auftrag? Möbelhaus. Diese Karte manchmal bewegen kann und manchmal nicht. Aber. Ja? Triff den Riss in einer Wand, zerstöre eine Mauer, reiße ein Gebäude vollständig ab. Aber müsste ich dafür nicht irgendwo einen Auftrag haben? Den ich schon irgendwo ange... Jetzt... Lass mich doch mal bewegen. Hier in der Stadt wahrscheinlich nicht. Spielerfahrzeug Mission. Ja, wo ist sie denn? Die Mission. Sehe nicht mal. Okay, Shops. Nicht alles wegmache. Ich habe keine Mission. Müssen wir erst eine suchen, scheinbar. Hat Eigentümer. Will irgendwas kaufen? Egal. Wir fahren jetzt einfach mal raus und gucken mal links und fahren die Straße runter, ob wir da irgendwo einen Auftrag haben. Weil was anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Nee. Wie fahre ich denn? Hä? Bin so lost.
WSDA. Kamerawechsel, Lichtquelle, Scheinwerfer, Anhänger, Hupe, Motor starten. Mit F. Okay. Ach, jetzt blendet er mir ein, wo es ist. Alles klar. Okay, das sind bloß die obersten Missionsziele. Aber woran erkenne ich denn? Wartet mal. Ich stecke nicht fest, ich möchte gucken. Fahrzeug. Allgemein. Vielleicht im Tablet. Das ist auch bloß die Karte. Ah. Ah. Okay. Logistik, Logistik, Logistik. Kann ich hier rumsuchen? Ist das alles? Sind ja bloß Logistikaufträge. Naja. Natürlich sind die in den E-Mails. In den E-Mails. 13.000 Belohnung. Müll sammeln, alte Möbel ausbauen, Wände einreißen. Das ist doch die richtige Mission. Die akzeptieren wir jetzt. Und dann habe ich schon einen Wegpunkt. Auto bauen, kaufen. Für Bauaufträge brauchst du ein eigenes Fahrzeug. Was? Ah ne, das war jetzt verwirrend. Ja, mach mal Platz hier mit deiner Kiste. Du Zippelzastro. Ah ja. Abfälle sammeln. Ja. Ja, eine Mülltonne in der Hand. Müll einsammeln. Okay, es wird wohl drin sein, alles. Ja, machen wir mal die Bude auf hier. Einzeltür kaputt. Kann ich doch einpacken, oder? Lalala. Kannst keinen Müll mehr aufsammeln.
Warum? Weil mein Müll voll ist, okay. Ja, Aufgabe 1 erledigt. Sieh mal an, das bringt alles Geld. So, was noch? Mauer einreißen. Ja, vielleicht sollten wir erstmal die Möbel rauspacken. Möbel entsorgen. Entsorgt sind die noch nicht. Auch steht da, dass es entsorgt ist. Das sah ja noch gut aus, oder? Naja. Gar nicht Ansichtssache. Was noch? Das Fenster? Ja. Willst du alles hier bleiben? Da stand da was von entsorgen. Quatsch. So, Mauer einreißen. Nee, nee, ich will keinen Wegpunkt. Das hier. Muss zuerst das oberste Stockwerk abreißen. Ich glaube, ich muss zuerst das Zeug wegschleppen, oder? Und das hier rein? Papierkorb und Müllcontainer. Vor der aktuellen Mission steht der Müllcontainer und Mülltonnen. Wirfst du die Mülltonnen in den Container, werden sie zerstört. Tüten. Wirf sie in den Mülltonnen, um sie zu recyceln. Ja, und aber. Okay, ich wollte gerade sagen, die kann ich doch auch hier wegschmeißen. Du. So. Kann ich mich hier selber verletzen? Ich trage ja keinen Helm. Ah, hier trifft die Risse. Aha. Gab sogar noch Hiefen. Wacker. First World Demolished Novice. Schön. Gibt's noch mehr Risse? Fast wie bei Rust. Ich weiß nicht, warum das plötzlich so schnell ging.
Lalalalalala. Cool. Da war doch eben noch eins. Naja, egal. Der ist plötzlich weg. Hallo Martion. Oh, die ging schnell weg. Wahrscheinlich, weil schon ein Riss drin war. Ich will hier ein Haus bauen, ne? Du kannst die Mission jetzt beenden. Vergiss es. Ich weiß nicht, ob ich dann weniger Geld bekomme, wenn ich die Mission beende. Hallo? Ja, dann nützt es mir ja nichts, wenn ich die Mission einfach so beende. Bei 50% fragt er mich, ob ich die Mission beenden möchte. Obwohl, ich kann hier mal kurz. Nein, das hier. Glaube, ich muss das bestätigen, bevor ich es nehme, ne? Interaktion. Missionsfortschritt 55,9. Kann ich mir nicht merken. Kann aber F12 machen. Und dann mache ich einen Vergleich. Die Frage ist natürlich, ob man mehr Geld verdienen. Ist das ein Baustellensimulator oder eher auf Architekturebene? Es ist alles. Warte mal, kann ich das nicht. Das nicht in der Vorschau zu sehen? Kein Video. Also wir können Wohnungen einrichten, Möbel entfernen, entsorgen und was weiß ich. Wir können aber auch, ist der Bauplan da? Wir können aber auch komplette Häuser bauen. Hier zum Beispiel ist die Baustelle von einem Haus. Aber die haben jetzt nicht. Also, es gibt auch was mit einer Bauzeichnung, wo du wirklich planen musst, wie du ein Haus hier. Wenn du das meinst mit Architekturebene. Und wenn du die Zeichnung fertig hast, dann baust du das halt so, nach dem Umrissen, die du gemacht hast. Aber da bin ich noch weit entfernt, fürchte ich. Im Moment machen wir bloß kleine Aufträge. Wie zum Beispiel dieses Gebäude hier abreißen.
Ob das so wichtig ist, auf die roten Dinger zu treffen. Und ob es schneller geht, einfach drauf zu kloppen. Und jetzt will ich gerade prüfen, ob es irgendwelche Nachteile gibt. Weil, wenn ich 50% Fortschritt habe von dem Auftrag, dann fragt er mich, ob ich den Auftrag beenden möchte. Wenn wir den Auftrag beenden und ich kriege das gleiche Geld, wie wenn ich den Auftrag erledigt habe, ja, warum nicht? Auf zum nächsten Auftrag. Je schneller wir sind, desto eher können wir unser erstes Haus bauen. Weil im Moment wohnen wir in einem Wohnwagen. Na, schlag zu. von 29. Okay, das ist die 20. Das heißt, wir müssen den Boden auch noch raushauen. Und das also ersparen könnten und trotzdem das gleiche Geld bekommen. Na? Manchmal schlägt er einfach nicht zu. Können jetzt schon vergleichen, oder? So, warte. Mist. Okay, warte mal. 837 Erfahrung, 251 Ruhm. Ah hier, 7262. 837. Ja, hat also Nachteile. Wir machen weiter. Wir wollen das volle Paket haben. Wir wollen alles haben. Gibt also weniger Geld, weniger Erfahrung, weniger alles. Wie war dein Tag?
So. Stopp. Passt das drauf? Ja, ich glaube, da passen 4 Kisten noch drauf. Warum habe ich das Zeug eigentlich mitgenommen? Oder kann ich das übereinander noch stapeln? Nee. So, 13.000 Geld, natürlich. Hey, how's it going? Heard you're doing pretty well with your new job, but you're like forgetting who got you here. I got a surprise waiting for you around your caravan. Was? Ich glaube, der hat mir eine Bude besorgt. Anstrengend. Ich habe noch einiges zu tun. Oh je. Nimm dir doch nicht immer Arbeit mit nach Hause. Im Wohnwagen fahren. Oh, was ist denn hier für ein Stau? Immer das gleiche Problem mit KI in solchen Spielen. Schmeißt du mich jetzt raus aus dem Wohnwagen oder was? Ich habe 100.000 Dollar. Eigentlich könnte ich es mir leisten, bestimmt. So. Sollt ihr nicht mein Wohnwagen sein? Was hat der mir angetan? Wo ist mein Wohnwagen hin? Surprise! I took the caravan to make you remember. Don't forget to find a new place for yourself. And good luck with that. With love, Bob. Er hat mich rausgeschmissen. Er hat mich einfach rausgeschmissen. Er hat meinen Wohnwagen, also gut, ist ja sein Wohnwagen, aber. Hallo? Zum Rathaus, das ist oben in der Stadt, oder? Oh, okay, warte mal. Wird erstmal dann hier ja am besten. Na gut, wir können noch so lange folgen, bis wir auf den Highway kommen. Hat er mich erst hierher fahren lassen? Steht da MAN dran? Nee, Hahn. Willst du erst auf Friede, Freude, Eierkuchen machen? Wieso fahre ich in die falsche Richtung? Ja, sieht auch aus wie ein Abrissgebäude. Na gut, ich bin schon mal Level 5. Das ist schon mal was Feines. Wie ist denn jetzt hier überall Stau? Das ist doch nicht meine Ampel. Kein U-Turn, ja. Erstmal zum Recyclinghof fahren, mein Zeug verkaufen. 55 schafft die Kiste.
Warte mal, wie ging das? So. Gelb? Geht zu gelb. War das so? Habe ich das einfach hier abgestellt? Das ist das Grau. Ne, ist schon jetzt richtige. Ist auch das gleiche Symbol dran. Warte. War hier ein Hebel oder ein Knopf oder sowas? Gesamtwert 50. Ja, wo war der Knopf? Ich hab vergessen, wo der Knopf war. Oder ist. Oh, danke fürs Licht. Ah, einfach E drücken. Nur Abfall. Und das hier? Ja. Das ist mein Licht oder was ist das? L? So, also, wir hatten hier was Blaues. Sollen wir die Marke bitte einmal nehmen? Wir hatten was Gelbes. Wir hätten es eigentlich gleich machen können, dass man Geld kriegt. Ziehe ich mir die Marken. Und gehe hier zum Pförtner. Hi. 160 einlösen, 400 einlösen, 140 einlösen. Danke. So, zum Rathaus. Elegant gelöst. Ja, auch nirgendwo, dass eine Uhrzeit dasteht, ne? Es wird einfach dunkel. Mit dem langsamsten Auto der Welt. Ich habe aber leider vergessen, wie viel Geld ich brauche. Für das Auto, was ich haben wollte. Mit über den kleinen Pizzadienstkarren. Nur leider ohne Pizza. And now you have the salad. Jetzt hast du Hunger. So, dann ab in die große Stadt. Wobei. Habe ich nicht irgendwelche Profil, Verträge, Missionen? Ne, hatte ich nicht so eine Hauptmission gehabt? Wo stellt die denn? Hier nicht. Okay, Statistiken habe ich noch gar nicht geguckt. Halt, was kann ich hier noch machen? Kann die Farbe ändern?
Kann mich nochmal umbenennen, okay. Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich denn? Drei. Ich habe gerade ein bisschen abgerissen. Ah ja, sechs. Basisfertigkeiten zwei. Wurfkraft brauche ich nicht. Geschwindigkeit. Ah, Kunsthandwerk. Packen, Entpacken, Verwendung, Geschwindigkeit. Maximale Tragfähigkeit der Box 3. Paketverwendungsbereich 2. Klingt gut, aber ich würde gerne hier ein bisschen mehr machen, glaube ich. Oder was ist das hier? Besondere Fähigkeiten? Charisma. Ja, Verkaufsbonus 3%. Das ist jetzt nicht die Welt. Händleraugen. Was macht das so nah? Finde ich Müll besser oder was? Was ist hier? Technologie. Was ist denn das hier? Fernspeicher freischalten. Was ist denn ein Fernspeicher, bitte? Ich kann da leider nichts erkennen. Muss ich da nicht mehr fahren oder was? Okay. Ich irgendwo jemanden gesehen, der besser abreißen konnte? Ach, hier. Farbe, Bohrer, hier abreißen. Abreißen hat ja schon ein bisschen gedauert. Die Frage ist, brauche ich das? Schaufeln. Ich glaube, für unser erstes Haus werden wir auf jeden Fall Schaufeln brauchen. Vielleicht arbeiten wir da dran. Da steht aber immer noch 3, oder? Muss ich aktualisieren? Möchtest du deine Fertigkeiten zurücksetzen? Habe ich meine Fertigkeiten zurückgesetzt? Wo sind meine Punkte? Sind das hier meine Punkte? Und ich habe die zurückgesetzt. Für jede Kategorie gibt es extra Punkte. Nee, da steht Level 2 und habe ich. Hä? Okay. Okay, ich habe noch Werkzeugpunkte. Upgrade 1%. Schaufel. Upgrade 2. Nicht Prozent. Punkte. Ah ja. Für das dritte. Ich weiß gar nicht, wie hoch das geht. Ah, okay. Da mache ich mehr Fläche weg. Das ist cool. Was haben wir jetzt mit Basis? Da haben wir bloß diese Sachen. Packen, entpacken. Komm, verschwenden wir einfach unsere Punkte. Ich weiß halt nicht, was Fernspeicher ist. Mach dir das einfach mal. Online-Shop freischalten. Oho. Okay. Oh, das hier. Hauptmission sehe ich nicht. Wir hatten sowas wie eine Hauptmission, Hauptziele hier. Ah. Kauf ein neues Fahrzeug. Kriegt man $3000 Bonus. Und zweite, okay. Was ist das? Achso, und dann weiß ein Gebäude vollständig. Ja, Hammer gemacht eigentlich. Das ist die aktuelle, okay. Okay, da haben wir noch ein paar. Kauf ein neues Fahrzeug. Friseur war ich schon. Das war dann eine andere Mission, oder? Ja, hier Friseur, okay. Ja, gut. Wir fahren mal zum Rathaus. Nachts ist der Bürgermeister doch immer da, oder? Aber wenn ich mir jetzt irgendwas kaufe, dann kann ich mir kein Auto kaufen. Just saying. Mal gucken, was ich im Rathaus machen soll. Vielleicht hat er einen Auftrag für mich.
Du. Oha. Und hier soll ich nicht mit dem Auto lang, aber hier geht's zum Rathaus. Wieso hat denn der eine Rampe? Ach guck, hier ist auch ein Parkplatz, da kann man auch mit dem Auto lang. Wieso hat der hier eine Rampe? Kann wahrscheinlich auch Sachen hinliefern. Okay, hier arbeitet keiner. Und ein Unternehmen. Aha. Was ist das denn? Onkel G spielt Elden Ring. Darf der das denn heute? Officer Smith, herzlich willkommen. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay. Eigentumsurkunde. Nee, Unternehmen gründen. Knorko, Geschäftsname. Oha. Okay, deutsche Übersetzung ist alles ein bisschen verschoben. Beiträge, Fertigkeiten, Wissen und Kapital von jedem Partner. Operation Fairness als Leitlinie mit dem Ziel einer positiven Auswirkung auf die Gemeinschaft und die Umwelt. Zweck, wirtschaftliche Ziele mit unserem Engagement für die Gesellschaft und die Umwelt in Quick Harbor vereinen. Was, das S passt nicht mehr? Wieso fährt denn... Ich wollte als... Warum ist dann... Oh meine Güte. Passt einfach nichts rein. Vielleicht Enterprise vielleicht einfach. Das E passt nicht rein. Wow. Das passt einfach nicht. Echt mehr Zeichen möglich machen sollen. Jetzt ist dunkel geworden. Knorko. Ja, ist egal. Was ist jetzt? Ah ja. Es gibt Vorschläge. Ja, wahrscheinlich KI generiert oder irgendwas. Aber egal, komm. Zack. Profilbild ändern. Ne, wie bestätige ich das jetzt? Profilbild ändern. Ja, ein schönes K haben sie nicht hier, ne? Ja, doch egal. Zack. Jetzt mache ich hier eine Unterschrift. Warte, stopp. $250 kostet das. Okay, jetzt habe ich schon ein Büro bekommen. Auf Wiedersehen. Grundstück kaufen. Ach Gott. Du musst auch noch was kaufen. Über das Tablet kannst du die Immobilien betreten, Grundstücke kaufen und dein neues Haus bauen. Schön. Wenn du auf einem neuen Grundstück etwas tun möchtest, musst du zuerst eine Urkunde vom Rathaus erhalten. Auf dem Schild kannst du die einzelnen Phasen des Grundstücks sehen und von dort aus zur nächsten Phase übergehen. Aha. Du kannst das Grundstück schnell zum aktuellen Preis verkaufen, der auf dem Schild steht. Aha. Du kannst höhere Gewinne erzielen, wenn du dein Grundstück versteigern lässt. Aha. Aber jetzt steht, begib dich zum Büro und Port bauen. Aber ich habe jetzt noch kein Grundstück gekauft. Also wir fahren jetzt erstmal wieder zurück. Sprit. Noch drei Viertel ist drin.
Und dann fahren wir den ganzen Weg zurück. Nunu? Runter sollte es leichter gehen, okay. Schlimmstenfalls fahren wir noch ein paar Mal hin und her. Da war ein großes Pizzaschild. Tanken müssen wir noch nicht. Ein Glück habe ich noch kein Auto gekauft. Das wäre das Geld weg. Wer weiß, was mich das Grundstück kostet, das wir jetzt vielleicht kaufen müssen. Da hat mich mein Cousin einfach so das Wohnmobil unterm Arsch weggenommen. Unfassbar. Sportwagen, aber kein Kapital mehr. Ja. 80% aller Influencer. Der kein Sprit mehr? Ich hab noch. Holen wir jetzt in den Pizzakarton? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob wir das Grundstück noch dürfen. Wir sind ja einfach hierher gekommen und der hat uns einen Wohnwagen abgesetzt. Und jetzt hat er den Wohnwagen geklaut. Ich meine, wir haben 100.000 Dollar. Was soll schief gehen? Halt, das ist eine Autobahn, Junge! Okay, wir sind wieder in unserer kleinen Vorstadt. Gibt es eine Abkürzung? Scheinbar nicht, ne? Na fein, dann wollen wir mal hier rein. Wenn ich ein eigenes Haus habe, dann lade ich den nicht ein. So nämlich. Also was ist das hier? Oha! Was ist das denn? Sobald er da ist, wieder rausschmeißen. Ich will das Haus unter den Füßen wegziehen. Warum wird Paulaner so schnell alle? Ich habe die doch gefühlt gerade erst aufgemacht. Ich glaube, das ist der Zucker da drin. Ich glaube, der Zucker macht das. Ja, also. Nutze einen Kredit, um ein Büro zu kaufen. Da stand 20.000 dran. Kredit. Ich hab 100.000. Ach. Vielleicht auch noch was Gutes über das Spiel, Umatian. Es hat Multiplayer. Multi, nicht Multiplayer, Multi. Um.
Wenn dein Geld knapp ist, kannst du auf das Darlehen zurückgreifen. Verwalte oder begleite dein Darlehen direkt von der Bankseite aus der Büroseite auf deinem Tablet. Ich muss da erstmal. Kauf das Büro. Okay. Das ist ein wunderschönes Büro, oder? Ja, natürlich kaufen mit Kredit. Warte mal. Aufgenommene Kredite, Höchstgrenze 0 von 20. Okay, ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt schon Kredit aufgenommen oder was? Ich kann 150.000 aufnehmen? Nee. Ja. Ach so, hä? Habe ich jetzt eine Erweiterung gekauft? Wird keine Erweiterung. Was? Du kannst vom Unternehmensbereich auf dem Tablet zur Büroseite gehen und neue Gebäude zu deinem Büro hinzufügen und das erweitern. Ich kann den richtigen Komplex bauen. Oha! Ja, dann lade ich den tatsächlich ein. Hier siehst du die Fahrzeuge, die du besitzt und du kannst sie bei Bedarf in deine Garage schicken. Hier kannst du deine Vorräte aufstocken. Okay. Nach dem Kauf der Tankstelle kannst du Kraftstoff bestellen und dein Fahrzeug mit entsprechendem Treibstoff betanken. Du kannst dein Büro mit Stromerzeugungsanlagen ausstatten und damit die Gebäude mit Strom versorgen. Von hier aus kannst du zusätzliche Dekorationen oder funktionale Ergänzungen an deinen Gebäuden blablabla. Von hier aus, ich sehe gar nicht von wo. Hier kannst du gesammelten Müll recycelt werden. Danach kannst du den recycelten Müll verkaufen und Geld verdienen. Direkt bei mir oder muss ich den immer noch wegbringen? Ich weiß nicht, was ich jetzt hier gemacht habe. Büro auf Stufe 1 verbessern. Ich habe da noch gar nichts. Quasi. Ist das ja auch meins oder was? Habe ich jetzt hier eine Straße? Ich habe jetzt hier die Straße gebaut. Damit ich hier besser hinkomme oder wie? Oder was? Oder wo? Meine Fresse, was zum Henker? Das soll mein ganzer Komplex werden? Hier ist Müll. Den kann ich nicht aufheben, okay. Wie stufe ich das denn? Wahrscheinlich übers Tablet, nehme ich mal an. Dann haben wir echt viel zu tun hier. Okay, ich verlasse mal kurz das Grundstück, gehe in mein Tablet und gehe auf eine Firma. Autorisierung. Ja, es geht bloß für Mehrspieler. Allgemeine Unternehmensinformationen. Name, Knorko Unlimited. Geschäftsführer Knorke. Anzahl der Mitarbeiter 1. Insgesamt verdientes Geld. Aha. Insgesamt ausgegebenes Geld. Aha. Abgeschlossene Missionen. Okay, das ist ja bloß Info. Kommen wir noch zur Bank. Macht der Finanzen. Verbotsliste. Du kannst nur 10 Spieler sperren. Ja, ich kann das Spiel quasi aufmachen und dann können andere Spieler joinen, auch Leute, die ich nicht kenne. Fahrzeuge. Ja, Siggy Glide ist das Einzige, was ich habe. Rettung 100 Dollar. Okay, da kann ich wahrscheinlich hierher bringen oder irgendwas. Oder wenn ich einen Unfall gebaut habe. Aber wie stufe ich denn jetzt die Firma auf? Na, warte mal, das ist doch ein Zeichen auf der Map. Das ist doch ein Infostand auf der Map. Oder ein Ausrufezeichen. Control Panel. Hi. Ich mit meinem Fukuhila hier. Büro, verbessere das Element für 12.000. Ja, es kostet langsam. Ah, ich habe endlich... Da ist doch mein Büro, nicht wahr? Jetzt kaufe ich das für 12.000. Mit Bargeld natürlich, ja. Jetzt kann ich hier raus. Und habe endlich ein Büro. Ohne Eingang.
Kann den Müll nicht wegräumen hier. Ja, weißt du, krasser Boden, aber Dreck ohne Ende. Was willst du jetzt, die Lage auf Stufe 1 verbessern? Okay, der will gleich, dass ich alles hier mache, ne? Dann ist mein Geld wieder weg. Speicherung. 50.000! Ja. Dann war es das mit dem Geld, ne? Aufgabe abgeschlossen, Mission. Eine Mission freigeschaltet, was? Okay. Kann ich denn die auch mit meinem Fahrzeug bis hierher fahren? Da, wo mein Fahrzeug jetzt steht, das ist bestimmt der Eingang für den Pförtner. Kauf ein neues Fahrzeug. Ja, mit 22.000 kaufe ich jetzt kein Fahrzeug mehr. Die Sache ist jetzt vorbei. Die Sache ist jetzt vorbei. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir irgendwo Geld verdienen. Warte mal. Kann ich das Zeug vielleicht bei mir abstellen irgendwo? Ja, dann wohne ich im Büro, ne? So, wo ist hier das Lager? Was ist das für ein Mondzeichen? Kann ich da irgendwo schlafen oder was? Mal gucken. Ich sehe hier kein Lager. Na gut. Hier Müll. Na gut, ich gehe davon aus, dass das hier schon mein Grundstück hier ist. Farbeimer, Schoko. Ich glaube, das braucht man nie wieder. So. Na denn. E-Mail. Wo steht denn, was es kostet? Version Coal. Version? Kannst du bauen? Bringt 85.000? Hi, mein Name ist Cole. Ich muss wegen meines Jobs in die Stadt ziehen. Ein Grundstück zu kaufen war viel billiger als ein Haus. Kannst du mir mit den gegebenen Informationen ein Haus bauen? Tausend ist ja, kriege ich raus. Problem ist, ich habe nur 22.000 und ich glaube, ich muss Material kaufen dafür. Es wäre allerdings endlich das erste Haus, ne? Ja, wir reißen nochmal was ab. Obwohl, das haben wir doch gemacht, oder nicht? Kann ich auch nicht annehmen. Hä? Warum ist das noch hier? Das haben wir doch gemacht. Neues Auto in der Galerie eingetroffen. Ich habe gehört, du hast mit deinem neuen Job ganz gut zurechtkommst, aber du hast wohl vergessen, wer dich hierher gebracht hat. Ich habe eine Überraschung für dich. Ach so, ja. Mein Wohnwagen weggebracht. Aber offensichtlich ist das Haus jetzt das einzige. Außer ich habe noch Lieferverträge, oder? War nicht irgendwas mit Verträge? Kann man hier machen? Brauche Hilfe beim Ändern einiger Dinge. 30.000. Das klingt doch nach was. Schmücken. Ah. Aber 30.000? Ich habe 22.000 Details.
Stockwerke ändern, Wand streichen, Wand verputzen, Fußleisten ändern, Gipsdeckenleisten ändern. Zeit 30 Minuten.